damn one. We in the theater. Place is all fucked up. How much C4 did he use? Glad you liked it, but not C4. Raul's special recipe. Well, tell him he should cut this shit back. This place is barely standing. We all have reputations to maintain. We gonna try and find Kamara for this place of his burns to the ground. Stay on the line. Na 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 na, bim bim bim, it's the motherfucking M-I-H-I, Michi motherfucker, na 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 na, and I'm mobbing with the F-R-I-T-C. Das stimmt ja gar nicht, F-R-I-T-Z, das funktioniert nicht. Nochmal zurück. Deswegen bin ich auch kein Rapper. Wir spielen immer noch 50 Cent in der Wüste. Und wir haben ein ganzes Gebäude gesteckt. Give me the fucking skull, Kamal, and I'll leave you to play in this piece of shit sandbox you call a city. Yeah, I don't think he heard you, 50. Don't matter, I was gonna kill him anyway. The place looked like it was classy in this town. Wer braucht da noch Uncharted 3, oder? Ja. Wo ich muss gestehen, das finde ich jetzt ehrlich gesagt sehr nett. Ja. Pass auf! Oh. Uah. Oh. Der schießt dir in den Arm, der schießt dir volle Lotte in den Arm. Oh, voller. Jetzt wird es langsam ein bisschen schwierig. Jetzt funktioniert unsere Strategie reinrennen und wild um sich ballern nicht mehr so richtig. Ach, das war unser Plan. Achso, wir hatten überhaupt einen Plan? Okay. Das Blöde ist, das Ganze geh in Deckung und geh langsamer vor, funktioniert nicht gut in dem Spiel. Also, das heißt ja auch Lean Back. Lean Back. Ich muss echt mal wieder Need for Speed Spiel spielen. Ich kenne gar keine Hip-Hop-Sachen mehr. Aber wird denn das Neue auch wieder so in die Richtung sein? Das ist ja eher wieder Most Wanted-mäßig, warte. War Most Wanted? Das heißt ja sogar Most Wanted, deshalb ist es sehr Most Wanted-mäßig. Hatten die dann so viel Hip-Hop-Soundtrack? In den Undergrounds war es natürlich immer mehr, aber ich glaube, die haben für die Menüs und so auch immer ein paar so langsamere Sachen, oder? Also das letzte, das Hot Pursuit, das hatte halt viel Rock, viel so Elektro, so schnell treibende Musik halt. Ja, wenn nicht, dann kaufe ich mir dann einfach irgendeine Hip-Hop-Platte. Ich habe gehört, Xavier Naidoo ist total krass. Der macht doch mit irgendjemand zusammen einen Song zum, zu diesem German Song Contest oder Song Vision, tralala. Also die Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest. Was denn Naidoo ein Song? Der Naidoo hat da irgendwie mit irgendjemand anders zusammen einen Song drin. Oh ja. Gott. Ich habe so neulich gelesen, dass der geheiratet hat. Das musst du wahrscheinlich, Gott oder wie? Ich weiß es nicht. Irgendein armes Mädel wahrscheinlich. Die wahrscheinlich die langweiligste, tristeste Mörgeltrauung aller Zeiten über sich ergehen lassen. Wieso waren da gerade Big Boss? Oder Naked Snake oder. Ah, die sind wenigstens schon verbrannt. Sehr ordentlich. Die sind gut durch. Ist eigentlich 50 Cent verheiratet? Also wo ist quasi sein anderes 50 Cent Stück? Oh, jetzt haben sie den Kopfgeld auf uns ausgesetzt. Mitarbeitermotivation wird immer unterschätzt. Aber das ist höchst wichtig. Ja. Was ich losarbeiten würde, wenn ich irgendwie 5000 Dollar. Was dafür, wenn du 50 Cent umbringst? Ja. Das schneiden wir raus. Wenn das 50 Cent hört oder sein Sicherheitsdienst. Meinst du, die sind auch so preemptive-mäßig drauf wie die Bush-Regierung früher? Es würde mich nicht wundern, wenn gerade schon ein Fadenkreuz auf dich gerichtet ist. Ein diamantverziertes Fadenkreuz. Oh, jetzt haben wir ihn mitten im Satz unterbrochen. Er wollte sich, Knaller geworden. Er wollte sich doch noch über die Wohngelegenheiten seiner Angestellten lustig machen. Haha, bezahlt euch euer Boss wohl zu wenig, wa? Ups.
Da war ein Poster, da war ein Poster. Habe ich mitgenommen, habe ich schon eingesteckt. Achso. Okay, so ja. Make it a call. Wie der Wind. Anwar, come in. Yes, 50. I'm gonna need a ride. Give Raul the organized transport. As always with our friend Raul, it will cost you. Just figure it out, alright? You don't fucking talk to me like that. There is no end when you are a god. Oh, you're no fucking god. What the fuck are you still doing here, bitch? Get the fucking chopper ready. Bastard. It's you and me now, motherfucker. It ends right here. Fucking get him! Ich ahne, dass... Arbeitet man mit ihr noch zusammen? Ich weiß nicht. Es tat sich gerade die Gelegenheit für eine unheilige Allianz auf, oder? Ja. Ein bisschen. Oder ist das dann am Ende doch so ein Shobi-Scheiß, dass dann sie am Ende noch von ihm umgenietet wird? Weil sie so fucking Skull geklaut hat. Vielleicht kann man ihn zurückgeben und ihn besänftigen. Was war das denn? Das sah aber spektakulär aus. Double Jar. Das ist aber noch größerer Shobi-Scheiß. Wenn sie sich dann ihm hingeben müsste, dass er sie nicht umbringt. Ja, ich glaube, sie soll eher ein bisschen älterer sein. Und das nimmt er bestimmt nicht. Das hat die Spielengine sehr gut transportiert. Ich bin schon wieder mit der Pistole unterwegs. Das ist jetzt ja, das, angeben, ist, ne? Das ist gar nicht so schlecht für auf Entfernung. Sieh mal, was die machen. Alter. Das ist ja hier fast wie im Soldat James Ryan, wo der mit der Pistole auf den Panzer schießt. Hört, die Szene gab's da irgendwo? Ja, so ganz am Schluss liegt doch Tom Hanks total schwer verwundet am Boden und schießt halt dann so als Verzweiflung. Ach stimmt, und dann kommen ja die Flugzeuge. Genau, und dann zeitgleich mit dem Moment, wo er abdrückt, schlägt halt die Fliegerbombe in den Panzer ein. Und dann denkt Tom Hanks halt im ersten Augenblick, hat das meine Pistole den zerstört? Und dann fliegt der erst der Bomber drüber. Oh fuck, der steht ja da. Ja, wir haben jetzt gerade irgendwie wieder Feuerwaffen. Also, im wahrsten Sinne des Wortes. Na komm. Ach, das ist ja nervig. Trifft sich hier wieder keiner. Ist er Captain Jack in der G-Unit? Wie? Captain Jack ist schon tot. Echt? Klar. Nee. Natürlich. Echt? Natürlich. Ist schon vor Jahren. Schon, ich glaube, noch in den 90er Jahren gestorben. Woran? Ja. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich falsch. Krieg gefallen. Falsch gesegelt. Hat dann gemerkt, dass seine Militärtaktiken gar nicht so gut funktionieren, wenn man in echten bewaffneten Konflikt ist. Hatte er nicht auch diese komischen Videos? Sag mal, wie viele wollen denn dann noch auf die Bühne kommen? Sind alle ein bisschen. Sind alle ins Showbiz oder wie? Ja, war doch eine andere. Captain Jack war doch auch irgendwie. Oder war es Mr. President, die dann irgendwie mal auf so einem weißen Boot durch die Gegend fuhren und dann waren da lauter Mädels, die ihm die Matrosinnen waren. Matrösinnen. There's our exit. Ich glaube, du meinst Captain Iglo. Rang gleich mit Captain Jack, aber bei einer anderen. Aber leckerer. Captain Iglo fährt im München Taxi, muss ich immer wieder sagen. Hä? Der Schauspieler, der den ersten so. Captain Iglo gespielt hat, fährt inzwischen in München Taxi. Ja, Leute, und das ist also nicht als Passagier, weil er so reich nicht ist, Schauspieler sondern als werden. Fahrer. Ja. Sind wir noch in unserer Zeit? Schaffen wir die Episode noch in 15 Minuten? Ja, locker. Ich habe ja ein bisschen, ich habe ja Angst. Ich habe ja solche Zukunftsängste. Dass uns nicht genug Zeit bleibt.
Der gute Frati, der ist da drin. Das ist der Alto. So, jetzt hier mal ein bisschen. Hab ich mich auch gerade gefragt. Wie geht's denn hier weiter? Ich bin ziemlich zuversichtlich, wenn wir den einzigen Weg, den es in diesem Maze gibt, entlang gehen, dann kommen wir auch an. Ah, guck mal, ein Plakat. Snake! Ich habe immer noch nicht gemerkt, welche Farbe eigentlich für welche Waffe steht. Ich glaube, die roten ist das schwere Gewehr. Das ist aber ein leichtes MG ist. Nee, ich meine den Raketenwerfer. Achso. Hier sieht man es ja eigentlich. Rot ist Dings, gelb ist das Maschinengewehr, blau ist das Teil da und grau brauchen wir gar nicht, weil der hat unendlich Munition. Cool. Das lässt mir keine Ruhe, was Hip-Hopper heutzutage so als Adjektiv sagen, wenn sie das besonders spannend finden. Dann sogar noch Zeit für schaff ich noch eine. Blick ins nächste Level. Jetzt schreiben sie die 50 aus. Immer noch Bulletproof. Aha, wegen Feuer oder wie? Verstehe. Mensch. Der 50 ist aber auch ein cleverer Bursche. Ja. Hat er erkannt, dass es blockiert, muss er einen anderen Weg gehen. Das ist aber keine 50-Cent-Kappe, dass der andere aufhat, oder? Vielleicht hat er sein eigenes Markenlevel. Kann sein. Der ist wahrscheinlich gar nicht als Schütze dabei, sondern als Modedesigner. War Roberto Blanco in der G-Unit? Der ist da noch drin. Ich überlege gerade halt, wer so die coolsten Typen sind, die mir einfallen. Und Roberto Blanco lebt aber noch, oder? Ja. Na, zum Glück. Ein Bekannter von mir ist Roberto Blanco. Nee, hat auf dem Oktoberfest Roberto Blanco gesehen. Der saß relativ in der Nähe an dem Tisch und dachte, er geht rüber und fragt den das nach dem Autogramm. Ja. Und aber offenbar muss er schon, obwohl er keinerlei böse Absichten hatte, sehr angetrunken ausgesehen haben. Woraufhin ihn die Sicherheitsleute von Roberto Blanco, die halt unauffällig um ihn rum saßen, sofort gepackt haben und direkt aus dem Zelt geführt. Boah, krass. Das Geile war, da kam er halt nicht mehr rein, obwohl er wollte dann schon gar nicht mehr zu Roberto Blanco, er wollte nur noch an seinen Platz zurück. Aber dann war er quasi so als Querulant aus dem Zelt geführt worden. So viel zum Thema Spaß muss sein. Die vertragen inzwischen auch echt viel. Also die. So Leute wie Roberto Blanco. Die auch. Als Schlagerstar, das ist glaube ich auch ganz schön ein hartes Leben, würde ich nicht haben wollen. Man musste ganz schön Durchhaltevermögen haben. Ja, das ist glaube ich echt fies. Vor allem du musst irgendwie. Vor allem musst du ja diese Fans ertragen, diese Art von Fan. Das ist ja das und eigentlich. B, ein lächerlich hohes Toleranzmaß für Auftritte auf dem Oktoberfest und auf Mallorca haben. Ja. Also nicht in den schönen Ecken von Mallorca, sondern in den schlimmen, wo man nicht fotografiert werden möchte. The stage must be up here. Are you still alive, 50 Cent? Not for much longer. Der betont das immer so komisch. Das 50 Cent? Als könnte er gar nicht glauben, dass da jemand 50 Cent gesammelt hätte. Oder so dumm heißt. Nein, das erste ist wahrscheinlich, ja. Ja, wer weiß, was hier für eine Währung ist, die wissen vielleicht gar nicht, wie viel 50 Cent sind. Schäkel. Terroristanische Schäkel. Dieses Geklingel nervt echt, das ist wie in Matrix. Noch so ein Grund, zurück in die Matrix zu gehen. Damit die einen nicht mehr anrufen. Hast du mitbekommen, dass sich einer von den Wachowskis operieren hat lassen? In was? Eine Frau. Was? Ja.
an meiner ruhigen Reaktion hast du mitbekommen, dass ich das längst wusste. Wie, was? Ich weiß ja nicht, wie die mit Vornamen heißen, aber einer von den beiden Wachowski-Brüdern, die eben die Matrix sich ausgedacht haben, hat sich zu einer Frau umoperieren lassen, weil er irgendwie sich schon immer so gefühlt hat. Das ist ja der Hammer. Siehst du mal. Maximal nicht mitbekommen. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm, wenn man sie mitbekommen hat. Ist ja seine Sache. Das Blöde an der Sache ist natürlich, jetzt ist halt diese... Wie nennst du die denn jetzt? Ja eben, das meine ich. Diese Hausmarke Wachowski-Brüder funktioniert nicht mehr. Jetzt sind ja die Wachowski-Geschwister. Ja, das klingt ja irgendwie doof. Wachowski-Siblings. Deswegen steht es auch ganz oft in Filmen, die von den beiden gemacht werden, nur noch von den Machern von Die Matrix. Und nicht mehr von den Machern der Matrix, den Wachowski-Brüdern. Aber steht da drin von den Machern von Die Matrix oder von der Matrix-Trilogie? Weil das wäre ja dann wiederum was, ein Hinweis für nicht gucken. Ich fand es ja so süß, wo James Cameron gesagt hat, er hofft sehr, dass Avatar 2 nicht so wird wie Matrix 2. Da ist er nicht allein. Es kommt ein Avatar 2. Es kommt Avatar 4. Nö. Es kommen drei Teile, sind wohl schon fest. Und Avatar 4, das ist ein Prequel. Ich weiß nicht, wer dann noch die Vorgeschichte erfahren will, aber offensichtlich vierte Teile müssen immer vor den anderen Teilen spielen. Okay. Und das Problem bei Avatar ist halt, wenn James Cameron jetzt sagt, er hofft nicht, dass das jetzt der zweite Teil dann wie ein Dings wird, wie ein wo geht's denn weiter? Wie Matrix 2. Das Problem ist, Avatar 1 war halt schon nicht so gut wie Matrix 1. Also, bei weitem nicht. Wieso? Das war doch irgendwie ein 3D und die Karte hat doppelt so viel gekostet. So viel Zeit muss sein. Wir haben in dem ganzen Spiel jetzt schon 5 gesammelt, oder? Über alle Level quer verteilt. Ja, vielleicht ein bisschen mehr. Geht's hier weiter, oder? Was ist hier los? Das weiß keiner. Ich glaube, in dem Lied, das ihr wahrscheinlich nicht hören könnt, was so leise ist, hat gerade jemand gesagt, G-Unit. Hab ich auch gehört. Ja. Oh, 90 Sekunden. Kann mal aufs Dach fliegen. Schade, dass es keine Renntaste gibt. Die wäre jetzt zum Beispiel total nützlich. Oh. Ja, sei froh. Wenn du jetzt gerannt wärst, dann wäre das jetzt auf dich draufgefallen. Gut, dass der 50 so eine ruhige Socke ist. Oh, bleib unten! Aber meine Zeit. Ich muss mich doch eilen. Dann macht doch, also Gangsterfeier ist gerade alle Schaden. Ach doch, ein bisschen was hast du. Wie viel vertragen die zum Teil eigentlich? Du darfst nicht auf das Kevlar schießen, musst auf das Köpfchen schießen. Ach, diese nahen Cars immer, die... mit dieser Waffe kann ich nicht groß auf Köpfe zielen. Das ist nicht machbar. So, bling bling. Brauch. Boah, wie groß diese Ringe sind. Das fällt mir jetzt erst auf. Ja, aber guck mal, was der für Arme hat. Ja. Was der dann für Finger hat. Ha! Ne? Ein bisschen überzogen, aber das nehmen wir mit. Ja, dann wir zünden die Tonne an und ihr wartet auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Peace out.